Sie beide sind bereit, Kanzlerkandidat der Union zu werden. Das haben Armin Laschet und Markus Söder heute erklärt. Beantwortet ist die K-Frage damit aber noch nicht. Sie wird für die Partei allerdings immer drängender. Welchen Eindruck die beiden Parteivorsitzenden heute nach ihrer Klausurtagung gemacht haben und wer im Rennen um die Kanzlerkandidatur vorne liegt, das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Ein gut gelaunter CDU-Chef begrüßt seinen Generalsekretär. Kurz darauf kommt auch der CSU-Chef an. Laschet und Söder, zwei Rivalen, treffen aufeinander. Doch wer von den beiden wird Kanzlerkandidat? Beide wollen. Auch Söder hat seine Bereitschaft nun erstmals angekündigt. Wenn die CDU als die größere Schwester, das ist ja ganz klar, dies breit unterstützt, wenn dies Partei und Fraktion und die Mitglieder wollen, dann ist es für mich dann auch eine klare Sache, dass man dann nicht kneifen darf, sondern man muss sich der Verantwortung stellen. Die K-Frage soll nun gemeinsam möglichst zügig geklärt werden. Wir haben unsere Bereitschaft erklärt, für die Kanzlerkandidatur anzutreten. Unser Ziel ist es in dieser Lage, in der das Land ist, mit einer Kanzlerin, die aus dem Amt geht, so viel Einigkeit wie möglich zwischen CDU und CSU zu leisten. Laschet hat als CDU-Chef das erste Zugriffsrecht auf die Kandidatur. Doch in Umfragen liegt Markus Söder seit langem deutlich vorn. Beide könnten Kanzler, meint der CSU-Landesgruppenchef und drückt es so aus. Ich sag mal, lieber zwei herausragende Optionen als einen Olaf. Auch die Kanzlerin war bei der Klausurtagung der Fraktionsspitzen dabei. Was die K-Frage angeht, da hält sich Merkel bislang allerdings zurück. Und wir blicken zu Michael Wöhlenweber im Paul-Löbe-Haus. Michael, wie geht es denn jetzt weiter in dieser K-Frage und wann können wir mit einer Entscheidung rechnen? Ja, das ist wirklich die spannendste Frage natürlich und die wurde uns heute auch nicht beantwortet, aber es lohnt sich darüber natürlich auch zu spekulieren. Es heißt ja, dass die Parteigremien mit einbezogen werden, allerdings auch die Fraktionen. Ja, nur es wurde nicht im Detail dann durchdekliniert, was das heißt. Was wir ja immer gesagt haben eigentlich, dass in der letzten Zeit zumindest, dass wenn die Fraktion mitentscheiden würde, dann hätte Markus Söder offensichtlich das Prä. Und er ist ja hier auch sehr breitbeinig eigentlich aufgetreten. Da hatte man den Eindruck, dass er die Nase vorn hat in diesem Rennen. Und morgen aber tagt zuerst einmal das CDU-Präsidium und der Vorstand. Da wird Armin Laschet noch einmal Witterung aufnehmen. Und wenn sich da die Granden hinter ihn stellen sollten, dann könnte er noch einmal mit der zweiten Luft sich vielleicht einen Vorteil verschaffen gegenüber seinem großen Konkurrenten. Ich glaube, dass das schnell geht, allerdings nicht gewollt, sondern man ist in die Partei oder die beiden Schwesterparteien sind jetzt getrieben. Sie kommen da nicht mehr raus. Sie müssen jetzt eigentlich ratzefatze einen Kandidaten präsentieren. Markus Söder und ich haben vor dem heutigen Tag ein langes Gespräch miteinander geführt. Wir haben unsere Bereitschaft erklärt, für die Kanzlerkandidatur anzutreten. Und wir haben uns darauf verständigt, in einem guten Prozess der beiden Parteien, gemeinsam natürlich auch mit der Bundestagsfraktion, und deshalb hat Alex recht, es war Absicht, heute hier zu sein und hier diese gemeinsame Vorstellung zu starten. Michael, mein Platz ist in Bayern. Das hat Markus Söder das vergangene ganze Jahr über immer betont. Heute hört er sich aber etwas anders an, oder? Ja, ganz klar. Er hat ja seinen Hut in den Ring geschmissen, offizielle Erklärung der Kandidatur für die Kandidatur. Ja, bisher hatten wir das ja aus beiden Mündern noch nicht gehört. Jetzt ist es quasi eine offene Felsschlacht seit heute. Und Markus Söder hat das auch genutzt. Er hat ja klar gemacht, bei allen freundlichen Worten, die man ja füreinander hier gefunden hat, dass er in seinen Augen auf jeden Fall der Bessere ist. Mit Blick auf die Umfragen zum Beispiel müsse man die richtigen Entscheidungen treffen. Ja, mit Blick auf die Umfragen kann die richtige Entscheidung ja nur lauten, wie denn Markus Söder. Zumindest ist das ja seine Diktion. Also ja, die andere Frage ist natürlich, ob das vielleicht auch nur ein Rückzugsgefecht heute gewesen ist für den Bayern. Denn er sagt ja, auch wenn die CDU nicht will, seine Kandidatur nicht unterstützen würde, würde er ohne Groll, würde es weiterhin eine gute Zusammenarbeit geben. Da kann man schon hineininterpretieren, dass er für
die für seine persönliche Niederlage sozusagen vorbaut. Aber zuerst einmal geht es für ihn natürlich nach vorne. Also es geht für ihn jetzt um die Kandidatur. Und das ist ganz klar, der Platz, den hätte er lieber in Berlin als in Bayern seit heute. Also alles. Armin und ich haben uns in der Tat lange, und das darf ich sagen, freundschaftlich und sehr offen ausgetauscht, wo wir in vielen Punkten einer Meinung waren, was die Zukunft der Union betrifft, auch inhaltlich. Wir haben da keine Differenzen, ganz im Gegenteil. Da gibt es unglaublich viel Gemeinsamkeit auf diesem Weg in die Zukunft. Und wir haben natürlich dann auch um die zentrale Frage gesprochen. Die Erwartung ist groß, dass jetzt zeitnah, eher schneller denn später, es zu einer gemeinschaftlichen Lösung kommt, was die Frage der Kanzlerkandidatur betrifft. Das Gespräch war nicht abschließend vom Ergebnis her. Wir haben festgestellt, dass beide geeignet und beide bereit sind. Was wichtig ist, dass wir uns auch gegenseitig den Respekt zusprechen. Und das darf ich von vornherein sagen, egal wie jetzt die Entscheidung dann am Ende sich darstellen wird, wir werden beide persönlich sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Denn es kommt nicht auf unsere Ambitionen an, sondern es kommt auf das Wohl nicht nur der Union, sondern vor allen Dingen Deutschlands an. Und dem hat sich dann am Ende, egal bei wem, alles unterzuordnen. Das ist ein gemeinschaftlicher Auftrag. Der verbindet und verpflichtet uns. Also, wenn ich entscheiden müsste, wer den heutigen Tag sozusagen für sich entschieden hat, dann würde ich sagen, Markus Söder deutlich offensiver, defensiver, Armin Laschet teilweise schon etwas gedrückt. So war es zumindest mein Eindruck, aber da sollte man natürlich nicht so viel hineininterpretieren. Aber vielleicht hatte er sich mehr Rückenwind auch aus der Sitzung des geschäftsführenden CDU-CSU-Fraktionsvorstandes erwünscht zumindest. Vielleicht gab es da doch weniger sozusagen Zuspruch für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsident. Morgen ein neuer Tag, wie gesagt, CDU-Präsidium und Vorstand. Und da könnte es wieder anders aussehen. Werden auf jeden Fall hitzige Debatten geführt werden. Wir sind gespannt, wie die nächsten Tage dann aussehen, ob wir dann eine Antwort auf die K-Frage bekommen. Dankeschön, Michael.